Die 46-jährige Lehrerin Ilaria kommt nach Hause in ihre Wohnung auf dem Esquilin in Rom und auf dem Treppenabsatz sitzt ein junger Afrikaner, offensichtlich einer der Bootsflüchtlinge. Ilaria will ihn loswerden, doch dieser junge Mann zückt seinen Ausweis und dort steht der Name ihres Vaters, Attilio Profeti. Und jetzt beginnt sie zu gucken, was ist eigentlich mit meiner Familiengeschichte? Sie dachte, sie wüsste alles. Das ist die Ausgangssituation des großartigen Romans von Francesca Melandri, einer der wichtigsten italienischen zeitgenössischen Autorinnen. Das Buch heißt Sangue Giusto oder im Deutschen Alle außer mir und erzählt die Kolonialgeschichte Italiens auf der einen Seite und die aktuelle Flüchtlingsgeschichte auf der anderen. Diese beiden Stränge verwebt sie sehr, sehr klug ineinander und es ist die Geschichte einer Familie über drei Generationen. Dieses Buch stellt ein paar der wichtigsten Fragen, die wir uns heute stellen. Wer sind wir? Warum sind wir zufällig in dem richtigen Land geboren? Wo gehören wir hin? Und was ist unsere Geschichte? Ein großartiges Buch, 600 Seiten voller Spannung, voller Erkenntnisse und auch ein bisschen voller Wehmut.